Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BG Challenge Projekt mit dem Iggy, dem Uwe und Paul. Hallo. Hola. Meine einer. Hallo. Ich habe mir in der Zwischenzeit ja in Deutsch geschnappt und bin auf dem Weg zum Hof. Beziehungsweise zu dem Feld, wo wir dann die Heuballen haben. Da ich jetzt den Weg kenne, verfahre ich mich auch hoffentlich nicht nochmal. Nicht nochmal ist gut. Also, hoffe ich. Mhm. Ich bin vorhin auch zweimal den gleichen Weg daneben gefahren. Ja, ist doch super. Ja, ist super. Boah. Dieser Linksverkehr, der fickt mich. Hm. Was war's da mit der Monetarisierung? Geht ja eh nicht. Ja. Was? Also, mein Kanal ist eh nicht monetarisiert. Ducky? Ja. Da ist ein Wasserkanal, durch den ich durchfahren muss. Ach, okay. Ich kann gar nicht anders, als da durchzufahren. Wir können aber auch theoretisch die Heumission parallel abgeben. Mit Ladewagen und Ballen. Das stimmt. Boah, Alter, stimmt. Die Man hier alles mit dem Frontmähwerk. Nee, komm hier. Das wäre mir so viel zu blöd. Wer denn? Nicht hier. Nach sie mal einer guckt. Wer nach sie macht Heu. Soll ich denn die Presse verkaufen fahren gleich? Ja, ne? Die Frage ist halt, ob wir da tatsächlich parallel machen wollen, weißt? Dass man auf den Unimog 4-5 Ballen draufknallt und den Ladewagen voll macht. Ach so. Das ist, glaube ich, keine blöde Idee. Hallo, Ducky. Hi. Zumindest jetzt für den Moment mal, weil wir haben nur eine Mission, die wir gleichzeitig abarbeiten können. Dass wir da schnell Stimmt. sind. Und ob wir die Presse jetzt verkaufen oder nicht, ist auch egal. Die waren nicht so teuer, ne? 17.000 oder sowas, die gibt eh nicht mehr viel. Na gut. Dann war ich die Presse aber holen. Jo. Was sind denn das für Wege hier, ey? Mann. Ja, die sind super, ne? Ah, es hat keine Colli. Das ist ja super. Aber das Tor hat Colli, es war so klar. Und es kommt Werner angefahren, natürlich. Bist du denn? Ja. Aber ich habe die richtige Hupe drin, ich kann ihn anhupen. Hast du jetzt La Cucaracha drin, ja? Natürlich. Ja. Der einzige Grund, warum er unbedingt zum Händler wollte. Mhm. Nein. Alter, was sind denn das für Dreckswege hier überall? Die find's ja alle nicht. Ja, die sind, ja, die sind Hammer. Haben wir einen Werkstatttrecker hier eigentlich auf unserem Hof? Ich glaube, der hat keinen. Ich hab eine Wand gefunden. Werner sucht auch den Weg. Herrlich. Den Feldweg da unten, den gibt's irgendwie nicht. Oder nicht richtig, oder ich weiß auch nicht. Ja. Warte mal. So. Brauchen Sie ein Navi oder. Da ist eine Kollision, ich flippe aus hier. Ja, da ist die Kartenende. Ja, Paul hat's auch nicht gewusst, der ist auch voll im Hörer dagegen. Das Weg ist sein Idiot. Paul ist halt am Hof vorbeigefahren, der wollte eigentlich zum Hof. Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen gerade klein, wie wir da rüberkommen. Okay, alles klar. Ich wollte nur behilflich sein. Dankeschön. Nachbarschaftshilfe und sowas, ne? Ganz wichtig. Oh, jetzt schon. Und ja, ja. Da ist ja keine Feldeinfahrt in die Mission. Guck. Ei. Da geht der direkte Weg, Feldweg hin. Ach, du meinst hier entlang? Ja, da bin ich jetzt gerade unterwegs hin. Und was haben sie gesagt? Haben sie den Weg gefunden? Nee. Sie brauchen kein Navi, aber da ist halt eine Wand. Ja, genau, so ging es mir gerade auch. Den Weg wollte ich nämlich auch fahren. Das war echt ein bisschen doof. Ja. Für die war es natürlich auch doof, ne? Aber Werner ist so ganz fröhlich an mir vorbeigefahren, dachte ich, nö, ich lass dich mal. immer fahren lassen, du. Ja. So, ich bin gleich bei der Presse angekommen. Die Wege sind schon weiter. Ihr
vor allem teilweise echt schwierige Kollisionen. Er hat sich die Karte ausgesucht. War die Feldeinfahrt. Hi. Das war schon wieder derselbe Schuldige. Daki? Ja? Wir müssen mal diskutieren über vernünftige Karten. Die Karte ist vernünftig. Schau sie an, die ist richtig hübsch. Also ich finde sie wirklich hübsch. Ja, eine englische Karte ist sie echt hübsch, ja. Aber ist halt schwierig, wie du schon sagst, ja. Ich glaube, ich habe gleich ein anderes Problem. Was? End of Setzlinge. Das ist halb so wild, dann haben wir halt jetzt einfach mal die, die wir haben. Das sind 240 Stück. Ich wollte gerade sagen, das sind eine ganze Menge. 240 Bäume müssen wir erstmal wegkriegen in 2 Tagen. Ach, das ist eine Aufgabe für 5 Minuten, wenn Uwe anfängt. Was? Du wolltest doch unbedingt die Kettensäge haben. Guck mal, Uwe, wenn wir dir jetzt noch ein Frontmehrwerk kaufen, dann kannst du mit 9 Meter arbeiten. Das ist richtig. Aber der läuft so scheiße hinterher. Oder beziehungsweise. Ja, auf der Straße ist er nicht so geil, ja, das ist richtig. Aber mit einem 4 Meter Mehrwerk, was hinten raussteht, bist du auch nicht viel besser dran. Nee, das ist richtig. Oder mit einem 3 Meter Frontmehrwerk. Also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, das Ding. Alter. Dann leckt der Server nur bei mir so extrem, oder? Jetzt gerade ja. Ich fahre nur 8 km/h, ich merke nicht, ob irgendwas leckt oder nicht. mein Ping ist eigentlich normal, aber er reagiert einfach nicht mehr auf Tastenanschläge und irgendwann dann später macht er was weiß ich was. Ich bin bei... ja, 30 ms. Ja, ja, ich bin bei 40 ms, also. 20 ms. Ich hab meinen neuen PC leider noch. Ach, so viele Transportfahrten hier heute. Ja, zum Glück haben wir den Uniburg, ne? Ein Glück. Wenn ich überlege, dass wir demnächst dann nur noch 40, 50 fahren. Oh Gott. Ja, drum habe ich gesagt, den JCB. Das wäre schon eine Erleichterung, weil es ein billiger Traktor, der schnell läuft. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du es gesagt und ich kann dir sagen, was nächste Woche als erstes weg ist. Ja... Sollen sie tun. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, in der ersten oder zweiten Folge. Mhm. Wer es nötig hat, kann's so machen. Werner hat eh schon einen Traktor gekauft. Ist ja, die haben einen Fan gekauft. Da steht ein blauer. Ach, dann haben die den 300er Fan gekauft? Nee, den GT. Nee, den GT. Ach so. Die haben zuerst an ihre Frontladerarbeiten gedacht. Ja, genau. Geht eben mit den Stacker. Hey, jetzt sind die hier neben uns. Was soll denn der Scheiß? Ich hab mir sonst den Stacker geholt. Verziehe er sich. Den Dreier-Stacker. Aber wenn das nicht klappt mit dem. Ja, aber wenn wir keine gescheite Quaderballenpresse haben, bringt der Stacker halt überhaupt nichts. Ja. Richtig. Vielleicht kann man ja die Ballenpresse nach oben konfigurieren. Nee. Also man kann jetzt im Shop leider nicht mehr gucken, ob man sie konfigurieren kann, aber ich glaube nicht. Kann man glaube ich nicht, die ist so doof. Das wird eher so an uns beide. Ach so. Du meinst den Mod umbauen. Ich weiß nicht, ob wir da auf freundliche Gesinnung stoßen. Nein. Und außerdem ist jetzt eh schon zu spät, es ist ja der Wichtler schon weg. Hey, da haben wir aber Geld versenkt. Naja. Es geht eigentlich. Ich habe ihn für 49.000 oder verkauft, glaube ich. Das waren 5.000 oder so. Das Schlimmere ist die Arbeitszeit, die verloren gegangen ist. Ja. Überlegt, dass wir eigentlich noch nichts geschafft haben und die erste Aufnahmewoche gleich rum ist. Mhm. Nach der zweiten wird vorgespult. Ja, genau. Ah, Uwe hatte den Leck auch. Was? Ich hab vorhin nichts gehabt. Ich? Du bist gerade so komisch nach links weggefahren. Das sah gerade irgendwie so leckend aus. Nee, das war nur bei dir. Oh, ich hab noch Tee. Oh. Der ist kalt.
doch super. Wundert mich nicht. Ich wollte gerade sagen, Dagi, wir sind schon ein paar Minuten in der Aufnahme. Ja. Nur so als kleiner Reminder. Danke, danke. Wir sitzen hier schon seit 7:30. Ja, der Tee ist ein bisschen älter. Noch älter. Mhm. Ja, stopp. Die Bahn wollte ich nicht. Was machst du denn? Nee, ich wollte eigentlich ins VCA-Raster reinfahren, aber er hat dann gemeint, er nimmt jetzt hier einfach die nächste Bahn. Puh. Warum ist denn von Teen Werner hier schon wieder 3 Leute am Rumwuseln? Weiß ich nicht. Muss denn da hoch? 113.000 Liter. Jo. 10 Mal fahren, wollte ich gerade sagen. Nee, nicht ganz. 113.000. 9 Mal fahren. Warte mal, 100. Wenn wir jetzt mal rechnen mit 13 Kubik, sind es 10 Fahrten. Mhm. Oh, weniger. 117.000. 9 Mal. Ja, aber wir können ja auch noch Ballen auf die Pritsche stellen. Wenn wir da 6 Ballen draufstellen, dann sind das auch nochmal 15.000 Liter pro Fahrt. Dann können wir ca. 30.000 Liter pro Fahrt mitnehmen. Gucken wir mal, wie hoch wir stapeln können. Da sind es nur noch die hoch stapeln. Wir haben ja kein Reha drauf. Das ist der Vorteil. Ich hab da noch so Panikattacken vor der Reha. Ja, ich warum auch. Das denn? Ich erinnere mich an so eine Folge, wo wir Pattys Anhänger aufstellen wollten. Eine Folge? Tag. 2,5 Stunden oder wie lange haben wir gebraucht? Ja. Ha. Aber die Aktion war geil. Lami hat, glaube ich, die Aufnahme gemacht. Ja, die Aktion war geil. Nehme ich direkt. Das macht 10 Setzlinge. 9. Doch gut. Der Wendekreis ist einfach zu groß. Also entweder spackt mein Internet heute oder der Server mag mich nicht. Wer weiß das schon. Das ist bestimmt das Reconnecten. Dadurch hat er mich an letzte Stelle gestellt oder an zweite. Ja, ja, 100 ja. Pro. Stimmt, du fährst echt langsam. Arsch. Wie ihr euch alle so lieb habt. Ja, muss. Mal schauen, ob ich unseren Hof finde. Du bist doch weg. Direkt daneben. Uwe, wärst du andersrum rausgefahren, wärst du direkt am Hof gewesen. Bitte. Yay, ich bin baumlos. Wo bist du jetzt rausgefahren? Er ist nach links. Du bist da links. Pass auf, ich weiß nicht, ob du da überall weiterkommst. Die Straße hat keinen Zugang zur Hauptstraße. Da kommst du auch nicht weiter. Ja, genau. Paul, schneller! Wo sind denn Map-Erkundung? Ich kann nicht schneller. Ortskontroll, fahrt. Wie wär's, wenn du mal dein Schwader auflassen würdest und hier schön schwaden? Ich fahr dann noch einmal quer nachher. Ach, okay. Der fährst, siehst du mehr. So, das müsste unser Hof sein. Habe ich da irgendwie ein Tor im Weg? Feuer gucken. Da kriegt das Ding nicht reingestellt. Hier könnte ich ihn reinstellen.
Ja. Aber nur für dich mache ich den Schwader extra aus. Und wieder an. Und wieder an. Irgendwie zu unserem Hof? Links hoch. Da bist du wieder, oder? Ja, wir sind fertig. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich glaube, wir sollten alle stehen bleiben. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Jetzt könnt ihr Tschüss sagen. Tschüss.